Zu letzten Meldungen der Tagesschau schalten wir nun um nach Hamburg. Zum Programmschluss die Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak befindet sich nach Auffassung des saudi-arabischen Erdölministers Yamani in einer sehr gefährlichen Phase. Yamani erklärte in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen, dieser Krieg könnte zur Unterbrechung der Erdöllieferungen in die ganze Welt führen. Auf diplomatischem Wege haben sich die USA und die Sowjetunion versichert, sie würden im Golfkrieg Zurückhaltung üben und sich nicht direkt in die Kampfhandlungen einmischen. Die für Mitte nächsten Monats geplante Ablösung des amerikanischen Flugzeugträgers Kitty Hawk durch den Träger Amerika wird in Washington als Routinemaßnahme bezeichnet. Seit geraumer Zeit patrouilliert ein Flugzeugträgerverband der USA nahe der Ausgänge des Persischen Golfs. Die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den USA befinden sich gegenwärtig auf dem tiefsten Punkt seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Diese Auffassung vertrat der Informationschef im Zentralkomitee der KPDSU Samjatin am Samstag im sowjetischen Fernsehen. Washington irre sich, wenn es glaube, man könne mit der Sowjetunion nur aus einer Position der Stärke heraus verhandeln. Samjatin machte die USA auch für die Beeinträchtigung der sowjetisch-japanischen Beziehungen verantwortlich. Der rumänische Staatschef Ceausescu hat den knapp 65 Kilometer langen Donau-Schwarzmeer-Kanal dem Verkehr übergeben. Die Wasserstraße verkürzt die Fahrtroute um 400 Kilometer. An den Einweihungsfeierlichkeiten nahmen mehrere hunderttausend Menschen teil. Die Arbeiten an dem Kanal dauerten etwas mehr als 8 Jahre. Die Baukosten wurden mit rund 5 Milliarden Mark angegeben. In Israel sind in der Nähe von Masada 2 Busfahrer durch die Explosion einer Gasflasche schwer verletzt worden. Sie hatten offenbar versucht, in ihrem Fahrzeug Kaffee zu kochen. Ursprünglich war die Vermutung ausgesprochen worden, es habe sich um eine Bombenexplosion gehandelt. Auf einer vertraulichen Konferenz in Salon de Provence haben sich die Außenminister der 10 EG-Staaten mit der Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft beschäftigt. Dabei ging es vor allem auch um eine verstärkte europäische Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheitspolitik. Zur Diskussion standen ferner der Vorschlag des französischen Staatspräsidenten Mitterrand, man solle im EG-Ministerrat wieder zum Prinzip der Mehrheitsentscheidungen zurückkehren und das Verhältnis zu den EG-Behörden in Brüssel verbessern. Bei Bundesaußenminister Genscher stieß diese Initiative offensichtlich auf ausdrückliche Zustimmung. Die Sportler in der Bundesrepublik sind nach Darstellung des Sportbundpräsidenten Weyer keine Umweltsünder. Vor dem Bundestag des DSB in Bad Homburg kritisierte Weyer erneut Gerichtsurteile, durch die Sportanlagen wegen angeblicher Lärmbelästigung geschlossen werden mussten. Der DSB-Präsident übte auch Kritik an Parteien und Politiker, die offenbar noch nicht die Bedeutung des Sports für das Wohl und Wehe des freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens begriffen hätten. Die Lottozahlen 1, 21, 27, 34, 35, 41, Zusatzzahl 10. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 501 8884. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für Sonntag, den 28. Mai. In der Frühe einzelne Nebelfelder. Im Westen und Südwesten veränderliche, meist starke Bewölkung und einzelne, meist schauerartige Niederschläge. Örtlich Gewitter. Sonst teils heiter, teils wolkig und nur vereinzelt Schauer. Tiefstemperaturen 7 bis 11 Grad. Höchstwerte 17 bis 22. Im Westen um 16 Grad. Schwacher, zeitweise auflebender Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Tagesschau meldet sich wieder mit dem Wochenspiegel und den neuesten Nachrichten morgen um 12.45 Uhr. Das Programm des Deutschen Fernsehens, meine Damen und Herren, ist für heute beendet. Es ist jetzt 0 Uhr 28, 2 Minuten vor 12:30. Und Hinweise auf das Programm von Sonntag, dem 27. Mai, geben wir Ihnen auf den nachfolgenden Schrifttafeln. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Fossilverschmutzung an.